Es ist ein schwarzer Tag für die Bundeswehr in Kunduz, Nordafghanistan. Drei junge Soldaten sind gefallen. Fünf ihrer Kameraden wurden in einem Hinterhalt der Taliban zum Teil schwer verwundet. Ich bin tief betroffen über die gefallenen Soldaten und die Verwundeten. Und meine Gedanken und meine Gebete sind bei Ihnen und bei Ihren Familien. Und ich will das mit aller Betroffenheit auch zum Ausdruck bringen. Die Situation in Afghanistan ist eine gefährliche. Daraus können und dürfen wir keinen Hehl machen. Wir haben eine Abzugsperspektive als solche eröffnet, aber bis dahin wird es weiterhin ein schwieriger, auch ein gefährlicher Einsatz bleiben. Das Gefecht ereignete sich gegen 14 Uhr Ortszeit bei einer Routineoperation in der Unruheregion Chardara, etwa 6 Kilometer westlich des deutschen Feldlagers Kunduz. Archivaufnahmen. Die Soldaten wollten, so wie hier, eine Straße von Minen räumen, als sie plötzlich von Taliban-Kämpfern aus wohl mehreren Stellungen unter Feuer genommen wurden. Drei Deutsche starben wenige Zeit später an ihren schweren Verletzungen. Als ihnen Kameraden zu Hilfe eilen wollten, fuhr ein Transportfahrzeug auf eine Sprengfalle. Dabei wurden 5 Soldaten verwundet, 4 davon schwer. Es ist auch ganz klar, dass die Opfer, die gebracht werden, nicht umsonst sein dürfen. Sondern wir werden unseren Auftrag hier weiter durchführen, die Bevölkerung Afghanistans schützen, die von den Taliban, die dort sind, unterdrückt wird. Das wissen wir ganz sicher. Und wir werden die Soldaten auch weiter dort einsetzen müssen, um mit der Bevölkerung im Gespräch zu bleiben. Und dabei sollte dieser Karfreitag eigentlich ein guter Tag für das deutsche Engagement in Afghanistan werden. Entwicklungsminister Dirk Niebel bereiste humanitäre Hilfsprojekte, die in den nächsten Wochen und Monaten besonders gefördert werden sollen. Wir sind alle der festen Überzeugung, dass dieser schändliche Angriff noch einmal wieder deutlich macht, wie gefährlich das Engagement unserer Soldaten, aber auch der zivilen Kräfte hier in Afghanistan ist. Dass darüber hinaus aber klar wird, wie wichtig das deutsche Engagement ist, damit diesen Terroristen nicht die Chance gegeben wird, sich durchzusetzen. Bislang sind bei der Mission in Afghanistan 39 deutsche Soldaten gefallen. Unser Reporter in Afghanistan, Uli Gack, war nicht Zeuge dieser Gefechte, aber er ist in der Region und er kennt Chardara. Uli, wie ist es überhaupt möglich, dass die Bundeswehr in einen solchen Hinterhalt gerät und dann ganz offensichtlich unterlegen ist? Es ist eine gefährliche Situation in Chardara, da sind die Taliban und sie sind letztendlich Meister des Guerillakrieges. Sie haben ihre Hinterhalte perfekt ausgeheckt. Es ist im Prinzip immer das gleiche Spiel. Die Minensucher gehen voraus, sind zu Fuß. Sie sind dann ein leichtes Ziel für die Heckenschützen der Taliban. Die Bundeswehr kann dann teilweise nicht mal richtig zurückschießen, weil die kann sich nicht richtig wehren, weil die Taliban sich in Gebäuden verschanzt haben, in der Frauen, in der Kinder zurückgehalten werden. Und wenn sie sich dann richtig wehren würden, wäre immer irgendwie die Gefahr groß, dass man Unschuldige trifft. Nun ist es ja gerade die neue Strategie, die neue Taktik, dass deutsche Soldaten und überhaupt ISAF-Truppen sich nicht mehr verschanzen in ihre Feldlager und hoffen, dass nichts passiert, sondern rausgehen ins Land, um zu versuchen, die Gegend zu befrieden. Ist das, was wir heute erlebt haben, sozusagen der Preis dafür? Ja, es ist wahrscheinlich ein furchtbarer Preis dafür. Der ISAF-Oberkommandierende General McChrystal hat ja schon vor einem halben Jahr gesagt, man wird mehr rausgehen, man wird sich mehr zeigen, man wird zu Fuß unterwegs sein, um den Leuten Vertrauen einzuflößen. Aber das ist natürlich der Preis da dafür. Und McChrystal hat auch gesagt, es wird durch diese neue Strategie, diese neue Taktik mehr Opfer geben. Und wir sehen heute im Prinzip das Resultat. Der eigentliche Sinn dieses Einsatzes ist ja nicht, Gefechte zu führen, sondern Aufbauarbeit zu schützen. Ist das in der Gegend von Kunduz unter diesen Bedingungen überhaupt denkbar? Also um Kunduz ist Aufbauarbeit momentan eigentlich undenkbar. Man muss sich das so vorstellen, die Stadt Kunduz ist wie eine Insel, umgeben von verschiedenen Regionen. Chardara ist eine davon, die von den Taliban beherrscht werden. Die Taliban legen es natürlich darauf auf, genau auf diese Wiederaufbauhelfer anzulegen, damit der Wiederaufbau stockt, damit Nation Building nicht möglich ist, dass die Regierung im Prinzip sich in Afghanistan oder in diesem Bereich von Kunduz überhaupt nichts sehen lässt. Vor 2,5 Jahren sind noch große Maßnahmen dort durchgezogen worden, auch von vielen deutschen Entwicklungshelfern. Momentan ist es gegenwärtig ausgeschlossen. Bericht über eine fast ausweglose Lage, so scheint es. Dankeschön, Uli Gack.